Das stimmt. Ja, servus die Marlon und grüß euch die Buben. Wir befinden uns diesmal heute in Ort an der Donau bei einer Schiffsmühle, die was immer noch in Betrieb ist. Und ja, ich habe mir da so eine kleine Runde rausgesucht im MechaDG. Wir haben heute herrliches Wetter und daher zischen wir da mal eine Runde. Wir kommen dann bei der Donau wieder raus, bei diese Osterinsel, und dann schauen wir dann vielleicht auch noch rein. Aber jetzt gehen wir mal da durch. Das sind sehr schöne verwunschene Wegeln. Ich habe heute ziemlich wenig Gepäck dabei. Und oh, da schaue ich mal dazu zum Wasser, da ist ein kleines Wegerlein. Schauen wir, was wir sehen. Ah, viel Wasser ist da nicht drinnen. Ein kleines Rinnsal. Ja, was wird uns heute erwarten? Nicht sehr viel, denke ich. Wie gesagt, es geht jetzt ein Wegel durch den Wald durch. Dann geht es über die Straßen drüber hineinander, das Waldstück noch. Dort werde ich mir dann einmal ein kleines Päuschen machen. Ich habe heute nur was Cabanossi mit. Und Kaffee wird es geben, ich habe einen kalten mit, eventuell auch einen zum Warmmachen, einen fertigen. Wie gesagt, ich habe nicht viel Gepäck dabei. Ja, aber nicht lange quageln, gehen wir weiter. Flieger gibt es auch wieder genug, leider. Also das ist wirklich nicht mehr so ein kleines Rinnsal, da tut sich gar nicht mehr viel. Naja, ah, da ist ein kleines Aussichtsbankerl. Ah, da ist ein bisschen mehr Wasser noch herin, aber auch nicht die Welt. Ah, schön. Ah, schöne Mispeln, die werden wir bald wieder brauchen für Weihnachten. Ah, wieder ein sehr schönes Blickchen. Schau, wenn die Sonnenscheinertäter sind sicher Schmuckschildkröten drinnen. Die täten sich sicher auf die Baumstümpfe sonnen. Sehr schön da, wunderschön. Wirklich sehr schön. Und da drüben sind ein paar Baum, wunderschön, rote Blauen. Herrlich. Jetzt schaut euch den Baum an. Schaut der urig aus. Wunderschön. Ja, ich werde mich da jetzt ein bisschen im Wald reinschmeißen und werden mir eine Kleinigkeit zum Essen genehmigen. Schauen wir mal, wenn wir ein schönes Platz finden. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich glaube, das schaut da ganz gut aus. Das werden wir da gleich nehmen. Bin ich weit genug vom Weg entfernt. Ah. Ja, ich hab da ein paar so Almbeißer habe ich dabei. Ein bisschen an Energy. Und dann mache ich mir noch einen Kaffee. Diesmal sind 3 in 1 wieder mal. Und das Ganze mache ich heute einmal auf dem S-Bit. Schauen wir mal, wie das dann wird. Das unter der Woche sind auch fast keine Leute unterwegs. Also selbst beim Uferhaus keine 10 Autos dort gewesen. Ja Freunde, ich gebe es zu, mir ist wieder ein Fehler passiert. Und zwar,
ich will ja heute mit Speed mein Wasserl machen. Hab natürlich auch ein kleines Dosel mitgenommen und natürlich kann ich abhaken. Ja, aber soll da kein Problem sein. Holer wächst da genug. Habe ich mir auch erlaubt, einen frischen abzuschneiden. Hab die ein bisschen zugespitzt. Kann die da jetzt gemütlich reinlegen. Und die werden auch nicht so schnell verbrennen und kann da jetzt meine Tasse draufstehen. Bleib stehen. So, drauf damit. Und es wird schon gehen. Spurt schon. Warten wir an und dann kommt da 3-1 drauf und das war's für heute. Und dann schauen wir weiter zur Donau. Es ist jetzt ein bisschen drüber geworden, habe ich gesehen. Aber vom Wetter her, ja, es ist bewölkt, aber es hat immer noch 17, 18 Grad, also von da. Schick nur. Wildschweingeruch. Maggi. Kaffee. Ja, Krankensessel. Mein altbewährter Spruch wieder. Gesund werden. Schaut, dass gesund wird. Und meine alle anderen. Schaut, dass man nicht krank wird. Prost. Ja, ist so auch okay. Klar, es ist kein Bialetti oder sonst was, aber ja, ist so schön, in der Not frisst der Teufel frieren. Ja, herrlich. Mir ist da drüben schon die ganze Zeit ein Baum ins Gesicht gefallen. Der ist schon komplett zerfressen. Da bewegt sich auch immer dort was. Das muss ich mir jetzt näher anschauen. Das lässt mir jetzt keine Ruhe nicht. Schauen wir mal, was das ist. Ist das da der Wind, was das bewegt? Das komplett zerfressen, möglich. Gewaltig. Da wohnen die Würmer. Ah, so. Erledigt. Einmal ein bisschen auswaschen. Und ich mag gleich schauen, aber da ist eh schon nichts mehr. Die sind eh schon aus. Gut, die Grünen brennen ja nicht. Die glosen nur vor sich hin. Da ist nichts mehr. So, wenn wir die noch putzen, dann packe ich mich zusammen und gehe weiter. Wir wollen ja noch was Interessantes sehen. Ein bisschen drüber wuseln da. Da hört es jetzt wieder nach Schwammeln. Das ist ja gar kein Wald für Schwammeln eigentlich. Ja, vielleicht riechen die Baumschwammeln auch so. Baumkrebs ohne Ende. Oder so ein Riesenosch ist das. Das ist auch so ein Überlauf. Und zum Glück war alles leer. So, wir müssen jetzt da vorne, weil da vorne ist der Weg. Ja, Weltglatz. Da ist der Weg und da haben sie einen Bangerl hergestellt. Ja, wurscht, ich war da drin im Dschungel sowieso lieber. So, wir sind wieder am Weg heraus. Da geht's weiter, haben wir sogar
Weg weiß er da, Uferhaus 1,3 Kilometer. Da ist das Blätterdach so dicht, dass da richtig finster herin ist. Also manche Bande herin schauen wirklich so mystisch aus, die könnten auch in einem Zauberwald stehen. Das ist ein richtiges Loch durch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Zeige ich gleich. Wenn man da raufschaut, da kann man richtig durchschauen. Da ist ein Loch drin. Da ist sogar ein Sessel in der Natur gewachsen. Na bitte. Da kann man sich doch gemütlich machen, oder? Richtig. Schief um und dann nicht hey. Die Natur ist ein Wahnsinn. Geil. Ja, ich muss gestehen, der Weg da durch ist wirklich wunderschön. Das ist perfekt. Da hinter mir wieder ein schönes Bangerl zum Ausruhen. So, und jetzt geht's weiter hoch zur Donau. Ja, wir sind bei der Donau herunten. Ja, Gedenktafel an meinen Lebensretter. Leopold Leiner, ertrunken am 17.08.2004. Ist das nicht ein idyllisches Platz, oder? Schaut gut aus, he? Sehr schön. Die Sonne versteckt sich ja hinter die Wolken. Kann man nichts machen. Ist so. Ach, immer wieder so kleine Abschnitte. Ja, die Donau gibt wirklich Gas. Ah, da wieder Gedenktafel. Da ist auch wieder drunten. Der Franz Gerold. 14.06.1925. 21 Jahre war der Kerl alt erst. Ja, das ist ein schwimmendes Restaurant, da war ich auch schon. Ist Sommer war ich da allerdings. Ist urgemütlich gewesen. Geiles Feeling. So, und da kann man mit der Fähre umfahren. Zum Harzen, Mehlspeisen zum Mitnehmen und das hat sogar offen heute. Ja, dann haben wir einen Blick zur Schiffsmühle. Wir sind am Ausgangspunkt wieder angekommen. Ja, Freunde, bin ich wieder am Auto angekommen. Schön war's. Hat mich gefreut. Ja, jetzt fahren wir gemütlich wieder heim. Ja, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Maron und viert euch, die Blumen.